Hi ihr Lieben, willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Lola Sparks und ich bin Life- und Dating-Coach für Männer. Und heute in diesem Video möchte ich gerne mit dir darüber sprechen, wie du es schaffst, dass dir jede Frau zurückschreibt und auch generell die Frage beantworten, wieso schreibt sie mir nicht? Also wenn du jetzt schon einen bestehenden Kontakt zu einer Frau hast, die dir einfach nicht mehr antwortet, egal was du ihr schreibst, und sie dich einfach nur ghostet, solltest du jetzt dranbleiben bis zum Ende und die ganzen Tipps von mir abstauben, um zu schauen, ob du bei dir noch etwas optimieren kannst im Datingleben. Ich habe auch ein Gewinnspiel für euch. Ich habe es hier schon hingelegt. Am Ende des Videos wirst du erfahren, um was es sich handelt und wie du beim Gewinnspiel mitmachen kannst. Es ist auf jeden Fall was ganz Tolles, auch schon für Weihnachten, wenn du jetzt schon nach Geschenken Ausschau hältst für Mama, Freundin, Schwester, Bekannte oder irgendeine andere Frau in deinem Leben, dann bleib mal dran. Ich habe hier was ganz, ganz Cooles, was zwei Leute gewinnen können. Ja, dieses Nicht-Zurückschreiben, das kennen wir, glaube ich, alle. Es ist natürlich auch für Frauen so. Also ich hatte auch schon mal so Chats, wo ich irgendeine Handynummer von einem Mann bekommen habe und erst hat man geschrieben, es wurde mit jedem Tag immer weniger und irgendwann hat er gar nicht mehr geantwortet. Also glaub nicht, dass das einfach nur so ist bei den Frauen, dass die Männer ghosten, sondern auch Männer können Frauen ghosten. Und bitte verfallt nicht in dieses Gejammer von wegen, wie furchtbar und die Frauen sind alle so gemein und so böse. Warum können die nicht einfach nett sein und zurückschreiben? Gleichermaßen könnte jetzt eine Frau auch sagen, oh Gott, wie schrecklich, die Männer antworten nicht, ist alles so schlimm. Aber in dieses Gejammer möchte ich gar nicht einsteigen, weil ganz ehrlich, es ist ja nicht so, dass es an der Frau liegt, dass sie nicht antwortet, weil sie so blöd ist, sondern weil sie in diesem Kontakt mit euch nichts fühlt. Weder, dass sie euch toll findet, interessant findet oder das Gespräch lustig findet. Es gibt ihr nichts und natürlich ist unser Leben so kurz, wir sollten selektieren, mit wem wir Kontakt haben und ob wir jemandem zurückschreiben, je nachdem, ob es halt ein Mensch ist, der uns irgendwie bereichert oder nicht. Ja? Und jetzt kann man natürlich, und das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, jetzt kann man natürlich weiter meckern und sagen, oh Gott, das ist ja noch schlimmer. Wie oberflächlich sind denn die Menschen, dass sie nur Kontakt mit jemandem haben, wenn sie das toll finden und wenn sie Spaß daran haben? Ja, ganz ehrlich, glaubt ihr, alle sind irgendwie so Samariter und sind dafür auf die Welt gekommen, um den Menschen Befriedigung zu geben, die unbedingt antworten wollen, obwohl sie langweilig, pessimistisch, negativ oder was auch immer runterziehend sind. Also ja, so karitativ sind die Privatmenschen halt nicht unterwegs, dass jetzt eine Frau sagt, okay, ich habe jetzt hier 10 Handynummern von Typen, die mich eigentlich emotional überhaupt nicht bewegen, aber ich schreibe denen jetzt einfach nur zurück, damit ich denen ein gutes Gefühl gebe. Ich weiß nicht, ob ihr das wollt. Wollt ihr, dass die Frau euch was vorspielt, nur damit ihr die Genugtuung habt, ja, sie schreibt mir zurück? Ich glaube, das wollt ihr nicht. Ich glaube, ihr wollt wirklich eine tiefe Verbindung zu einer Frau, die euch zurückschreibt, weil sie euch als Mensch lieben gelernt hat, weil sie euch mag, weil sie euch näher kennenlernen will, weil sie wissen will, wie es euch geht, weil sie sich mit euch unterhalten oder verabreden möchte. Ich denke, das ist doch eigentlich das Ziel von jedem Mann da draußen, dass er deswegen Kontakt mit einer Frau hat und nicht, dass sie ums Verrecken antwortet, nur um euren Trieb zu befriedigen. Ja, dann kann man auch in Puff, ganz ehrlich. Aber wir suchen die Frau fürs Leben und deswegen finde ich, solltet ihr auf jeden Fall diesen Gedanken über Bord werfen, zu sagen, oh, wie gemein die Frauen doch alle sind, wenn die nicht antworten. Sei froh, weil sie nimmt dir sehr viel kostbare Zeit, die sie dir nicht nimmt, weil offenbar bist du nicht der Richtige für sie. Sie sieht nichts in dir, ja. Und deswegen solltest du aufhören, etwas in ihr zu sehen. Und es kommt jetzt zum nächsten Punkt, diese Erkenntnis zu haben. Okay, sie schreibt mir nicht, weil sie interessiert sich nicht für mich. Diese Erkenntnis, das kann natürlich auch erstmal so ein bisschen wehtun oder du denkst dir, ach scheiße, ich mag sie, aber letztendlich ist es aber für dich so, wenn sie dieses nicht mehr zurückschreiben an den Tag legt, dieses Ghosting und du anfängst dir das zu entschuldigen von wegen, vielleicht ist sie ja krank geworden oder vielleicht ist ihre Mama gestorben und sie muss jetzt die Beerdigung planen und deswegen antwortet sie mir nicht oder vielleicht ist ihr Handy beim Autofahren aus dem Fenster gefallen und sie kriegt keine neue SIM-Karte, weil ihr Konto überzogen ist und deswegen kann sie mir nicht zurückschreiben, weil sie gerade kein Handy hat. Also so kuriose Ideen könnt ihr auch über Bord werfen, weil letztendlich ganz ehrlich, egal was in ihrem Leben gerade los ist, wenn ihr wichtig für sie seid oder wenn sie euch gerne kennenlernen will, dann gibt es immer eine Möglichkeit zu schreiben. Ja? Sie wird sicherlich auch eine Möglichkeit finden, auf Toilette zu gehen, also wird sie euch auch schreiben können, wenn sie es wollte. Also hört auf, es auf irgendwelche äußeren Umstände zu schieben. Sie schreibt euch nicht zurück.
weil sie nicht will. Und diese Erkenntnis kann wehtun, die Erkenntnis kann nerven. Wenn das einem 3-4 Mal passiert, kann einem das auch voll zum Kotzen bringen. Aber es ist nun mal einfach so und es bringt nichts jetzt zu meckern oder den Kopf unter die Decke zu stecken und zu sagen, ich bin so ein armer Schlucker und ich bemitleide mich jetzt den Rest meines Lebens selber, weil das habt ihr nicht verdient. Es gibt überall noch andere Frauen, die auf euch matchen können. Ich meine jetzt nicht matchen im Sinne von Tinder, sondern wirklich matchen im Sinne von passen, dass man menschlich von seiner Einstellung oder von dem, wo man im Leben hin möchte, einfach zusammenpasst. Und das war eben bei den anderen Frauen nicht der Fall. Und deswegen geht die Suche jetzt weiter. Und da dürft ihr einfach nicht so den Kopf in den Sand stecken, weil ihr schafft das. Und dieses okay, go for it, ich mach weiter, es ist egal, drauf geschissen, was mit den anderen Frauen ist, das müsst ihr euch aneignen. Und wenn ihr diese Stärke habt, dann jucken euch auch diese ganzen Frauen nicht, die nicht mehr antworten. Weil meiner Meinung nach sind es einfach auch Frauen, die nicht die Eier in der Hose haben, zu sagen, ich habe kein Interesse an dir. Ja? So, und um jetzt aber auch wirklich mal zu sagen, was kannst du tun, damit eine Frau antwortet? Ich analysiere ja den ganzen Tag irgendwelche Chats, ja, wo Frauen Männer schreiben, wo Männer Frauen schreiben, wo Männer Männer schreiben, wo Frauen Frauen schreiben, also alles ist dabei. Und bei dieser Chat-Analyse gucke ich natürlich auch, okay, wer hat den höchsten Redeanteil, wie hat sich das Ganze aufgebaut und worüber wurde gesprochen. Und ich kann euch wirklich den Tipp geben, bitte wünscht ihr nicht jeden Tag einen schönen Tag, fragt sie nicht abends, ob sie einen schönen Tag hatte und sagt nicht gute Nacht, schlaf gut und guten Morgen, wie hast du geschlafen. Diese vier Dinge, bitte macht das nie, weil ich kann euch sagen, danach kam das Ghosting. Danach, wenn ihr das ein paar Tage durchzieht, kam das Ghosting, weil das sind so vollkommen gehaltlose Texte, da ist nichts dahinter und es ist einfach nur nervig, nervtötend, schon fast so ein bisschen ausfragend und es ist so, ihr lernt sie dadurch nicht besser kennen und sie ist genervt dadurch, weil sie immer das Gefühl hat, sie muss immer wieder so ab, also wie eine Abfrage und Frauen nehmen das nicht gut auf und jedes Mal, wenn ich so sehe, dass ein Mann einer Frau abends zum Beispiel so ein GIF geschickt hat von wegen süße Träume und so ein Hund, wo so ganz viele Zs so hoch schweben, weil er gleich schläft, der Hund, das ist ein voller Liebestöter, voll, das könnt ihr direkt vergessen, also diese vier Sachen, bitte macht es nicht. Versucht auch vor allen Dingen, und das ist auch ganz wichtig, diesen Chat nicht so Ewigkeiten lang zu ziehen, dass ihr irgendwie so der Moderator seid. Also viele Männer versuchen immer so, ja, ich muss ihr jetzt was von mir erzählen und dann frage ich, wie ist es denn bei dir? Und dann soll sie mir erzählen, wie ihre Schulzeit war oder so. Ich weiß nicht, woher diese ganzen Ideen kommen. Die meisten Männer haben genau die gleichen Ideen, was diese Chats angeht. Also kommt es nicht von ungefähr. Und ich kann euch sagen, ihr ruft Erinnerungen in der Frau wach, an die sie nicht erinnert werden möchte. Dadurch baut ihr keine Beziehung auf. Ihr könnt jetzt natürlich sagen, ja, aber ich will sie doch als Mensch kennenlernen und die Schulzeit ist doch so ein langer Zeitraum. Wirklich mal, Leute, die meisten Mädels wurden gemobbt in der Schule, weil sie dick waren, weil sie vielleicht Pickel hatten, weil sie nicht die Markenklamotten anhatten wie andere oder was auch immer. Vielleicht, weil sie sich einen Fehltritt mit irgendeinem Typen geleistet haben, warum auch immer. Und wenn ihr sie dann fragt, wie ihre Schulzeit war, dann fühlt sie sich ja erinnert an diese ganzen negativen Sachen und muss euch anlügen. Ja, war ganz okay, ich war halt nicht so gut in der Schule, sagt sie dann vielleicht. Aber sie wird euch nicht erzählen, wie sie gelitten hat, wie sie nächtelang sich in den Schlaf geweint hat und wie schrecklich das für sie war. Aber sie wird es direkt negativ mit euch in Verbindung bringen. Also versucht bitte nichts über, ja, wie ist die Beziehung zu deinen Eltern? Das lese ich auch voll oft. So, ihr habt die noch nicht einmal gedatet und dann wollt ihr sowas Privates wissen? Die meisten Frauen antworten dann darauf, ja gut, ganz okay, wie es halt so ist, ne? Alles gut, in der Pubertät nicht so gut, aber danach super. Was soll sie denn sagen? Sie kennt euch nicht, ihr seid ein fremder Mann. Soll sie euch jetzt ihr Herz ausschütten? Das wird nicht passieren. Solche Gespräche passen in eine Beziehung, aber ihr könnt nicht den Schritt davor überspringen. Und der lautet sexuelle Anziehungskraft. Diese Gespräche sollten immer nur auf das gerichtet sein, dass ihr ein Knistern zwischen euch spürt. Und dieses Knistern sollte so schnell es geht vom Chat, vom Schreiben aufs echte Leben ausgeweitet werden. Das heißt, nicht länger, also meiner Meinung nach, egal was jetzt ein anderer Coach sagt, meiner Meinung nach, sollte man nicht länger als 2 Tage schreiben und sich dann treffen. Ja, also wenn das Treffen nicht innerhalb der ersten 7 Tage stattfindet, könnte ich sowieso vergessen. Das Schlimmste, was passiert, ist, dass ihr eine Frau kennenlernt und sie sagt, sie ist jetzt erstmal 2 Wochen auf Malle oder in Griechenland oder so. Ich sage euch, nach den 2 Wochen, da findet kein Treffen mehr statt. Das könnt ihr knicken. In den seltensten Fällen ist da noch irgendwas gelaufen.
Also versucht, so schnell es geht, diesen Chat nicht auf so Ausfragerei. Ja, also überlegt euch wirklich mal so, was ist denn interessant, worüber man mit einer Frau sprechen könnte, was nicht so darum geht, wie ihre Kindheit war, wie ihr Tag war, weil der Tag war meistens auch scheiße, warum auch immer. Die meisten Frauen nörgeln und das wollen sie natürlich vor euch nicht ausleben, weil sie kennen euch ja noch nicht. Aber direkt haben sie wieder was Negatives mit euch verknüpft, weil ihr sie gefragt habt, wie ihr Tag war und ihr Tag war scheiße. So. Und deswegen, also die Sachen solltet ihr einfach lassen. Und wenn ihr möchtet, dass ich auch nochmal konkreter nicht nur sage, was man nicht machen sollte und was wichtig wäre, sondern dass ich auch inhaltlich ein bisschen mehr über die Chats spreche, die ihr führen solltet, dann schreibt mir das bitte mal in die Kommentare. Und dann wird eines der nächsten Videos auch sein, dass ich darüber spreche, Gesprächsthemen im Chat, wenn man eine Frau kennenlernt, um dieses Knistern herzustellen. Jetzt kommen wir gleich zum Gewinnspiel. Ich muss nur ganz kurz noch was sagen. Ich habe das Video eigentlich gestern schon gedreht und hatte so Probleme mit meinem Speicherplatz und habe gestern offenbar, nachdem das Video 4 Minuten lief und abgebrochen ist, bis zur 10. Minute weitergedreht, ohne es zu merken, dass das Video schon längst abgebrochen hat. Ja, eben gerade wollte ich es posten und habe mich gewundert, warum es nur 4 Minuten ging und dachte mir so, Scheiße, und deswegen drehe ich es jetzt gerade nochmal und darf euch jetzt auch berichten, was es zu gewinnen gibt. Und zwar diese 2 wundervollen Uhren, die silberne sieht man jetzt gerade noch nicht so gut so, von Victoria Hyde London. Und ich bin so stolz, dass ich diese tollen, hochwertigen Uhren an euch verlosen darf. Mitmachen könnt ihr über YouTube oder über Instagram. Ihr müsst einfach nur Abonnent meines Kanals sein. Auf Instagram Victoria Hyde folgen und entweder hier unter diesem Video kommentieren, ob ihr die silberne Uhr gewinnen wollt oder die roségoldene Uhr. Ich zeige es euch nochmal. Und wenn ihr das nochmal in einem Foto sehen wollt, dann könnt ihr morgen bei mir auf Instagram vorbeischauen, denn ich werde auch nochmal ein Bild posten mit den beiden Uhren. Und dann könnt ihr auch gerne auf Instagram eure Gewinnchance verdoppeln, nämlich indem ihr dort das Foto auch kommentiert und mit dem, was ihr gewinnen wollt, die roségoldene oder die silberne. Und ich finde sie so schön. Ich habe sie beide und ich kann mich morgens überhaupt nicht entscheiden, welche ich tragen soll, weil die einfach wirklich so, so schön sind. Die haben so ein filigranes Ziffernblatt. Und ich sage euch, ob Mama, also die habe ich zum Beispiel auch meiner Mama geschenkt, Mama, Freundin, Schwester, egal welche Altersklasse, die Frauen werden sich wirklich über diese Uhren freuen. Und ja, ich finde es total cool, dass ich die an euch verlosen darf, weil die sind auch echt viel wert. Ihr könnt, wie gesagt, auf Instagram eure Gewinnchance verdoppeln, wenn ihr mir da folgt und das Bild morgen kommentiert. Dann kommen zweimal euer Name in den Lostopf und dann werde ich, heute ist Donnerstag, nächste Woche Montag auslosen, also welche 2 glücklichen Gewinner diese Uhren bald bei sich zu Hause haben. Und ja, bedanke mich jetzt einfach, dass ihr eingeschaltet habt. Freue mich wie immer über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mir in den Kommentaren hinterlasst, welche Themen euch noch interessieren, weil Inspiration durch euch ist für mich echt Gold wert. Ich sage jetzt gute Nacht und bis bald.